Liebe Führungskräfte in unseren guten österreichischen Betrieben, wir sind alle in einem noch nie dagewesenen Ausmaß gefordert. Stündlich gibt es Entscheidungen und Maßnahmen zu treffen und anzupassen. Mehr denn je braucht es jetzt Orientierung, Fokus, Klarheit und ja, Führung. Die Führungskräfte sind es nämlich, die Unternehmen nicht nur in, sondern auch aus der Krise führen werden. Viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben große Sorge, haben Angst, ihren Job, den Arbeitsplatz, ihre Existenzgrundlage zu verlieren. Deswegen besinnt euch eurer Werte. In vielen Unternehmen stehen Begriffe wie Teamorientierung, Offenheit, Wertschätzung und Vertrauen in den Hochglanzbroschüren. Jetzt ist Zeit, das zu leben, denn ihr werdet die Probleme nur in Wertschätzung und Teamorientierung gemeinsam bewältigen. Kommuniziert in aller Ehrlichkeit, offen und klar. Nur im tiefen Vertrauen, dass alles unternommen wird, Arbeitsplätze zu sichern, wird es möglich sein, gemeinsam noch nie dagewesene Kompromisse zu treffen. Hinter jeder Krise steckt eine Chance. Was kann das Gute im Schlechten sein? Vielleicht die Chance zu einem neuen Miteinander. Wozu kann das eine einzigartige Gelegenheit sein? Vielleicht zu der Erkenntnis, um was es wirklich geht, um das, was wirklich wichtig ist. Warum ist es genau jetzt die richtige Zeit? Vielleicht, weil der Überfluss noch nie so groß war und viele von uns stolz, trotz Wohlstand, nicht glücklich sind. Was lernen wir dadurch wegzulassen? Vieles. Vieles von dem, was heute viel zu viel ist. Von viel zu vielen Veranstaltungen. Von viel zu vielen oberflächlichen Aktivitäten. Von viel zu viel Selbstdarstellung auf viel zu viel Bühnen. Die Krise ist eine große Chance. Lasst uns von heute an für die Zeit nach der Krise arbeiten, für eine gute Zeit. Danach ist davor. Schaffen wir jetzt die richtigen Voraussetzungen für das Danach. Bereiten wir uns darauf vor. Es kann gut sein, dass wir schon bald sagen werden, unsere Gesellschaft hat diese Krise gebraucht.